Der Neue ist sofort als der jüngere Bruder des Insignia erkennbar. Und wie das mit jüngeren Brüdern so ist, sind die manchmal ganz schön frech. Vor allem die Lampen und der Kühlergrill strahlen ein selbstbewusstes Hoppla, jetzt komm ich Image aus. Wie das mit kleinen Brüdern ebenfalls so passieren kann, soll es vorkommen, dass der Jüngere irgendwann über den Älteren hinauswächst. Obwohl deshalb das Ladevolumen beim Kleinen größer ist als beim großen Insignia? Egal, das extrem geräumige Kofferraumabteil bietet 1550 Liter Laderaum, sodass 20 Liter mehr als beim Insignia reinpassen. Glatte Seitenwände, keine Winkel oder platzfressenden Radkästen stören beim Beladen. So reichen bereits die Standard 500 Liter Kofferraum mühelos für größere Transporte. Klassenprimus wird er damit allerdings noch nicht. Im Vergleich zum VW Golf Variant passen exakt 5 Liter weniger in den Astra. Dafür hat der Neue aber den wesentlich besser gestalteten und flexibleren Kofferraum. Das Umklappen der hinteren Sitzbänke hat Oberklasseniveau. Ein einfacher Knopfdruck, bequem an der Ladeluke zu bedienen und schon fallen die Rücklehnen nach vorne. Das ist in dieser Klasse einzigartig. Beim Opel ab der Ausstattungslinie Sport in der Serienausstattung dabei. Für die ersten Testfahrten mit dem neuen Astra Sportstourer sind wir in Istanbul am Bosporus unterwegs. Für den Fahrwerkstest verlassen wir den europäischen Teil des Kontinents Richtung Asien. Dort sind die Straßen eine Herausforderung, sowohl für Fahrer als auch fürs Fahrwerk. Hier macht die Investition in das fast 1000 Euro teure Flexride-Fahrwerk Sinn. Selbst übelste Straßenunebenheiten und tiefe Schlaglöcher steckt der kleine Kombi rückenschonend weg. Bei anständigem Straßenbelag und kurviger Strecke hilft das Einschalten des Sportmodus. Jetzt nimmt das Auto das Gas schneller an. Das elektronische Stabilitätsprogramm verhärtet Fahrwerk und Lenkung. Kleiner Gimmick am Rande: Es ist noch ein Luxusfeature verfügbar, das uns bisher nur in Autos der absoluten Oberklasse begegnet ist. Eine Lenkradheizung. Zum Fahren selbst bietet der Sportstourer den Käufern die Wahl zwischen 4 Dieselmotoren und 5 Benzinern. Wir testen den 1.4 Turbo-Benziner mit 140 PS und den 2.0 CDTI Dieselmotor mit 160 PS. Mit beiden Motoren lässt sich der Astra zügig bis recht sportlich bewegen. Der Diesel ist naturgemäß in Sachen Durchzug und einem maximalen Drehmoment von 380 Newtonmetern die stärkere Alternative. Der Verbrauch liegt laut Opel beim Benziner bei knapp unter 6 Litern. Der Diesel soll im Schnitt mit etwas mehr als 5 Litern Sprit auf 100 Kilometer Strecke klarkommen. Dabei pustet die Dieselvariante im besten Fall nur 134 Gramm CO2 pro gefahrenem Kilometer in die Luft. Beim Benziner sind es 144 Gramm. Damit kein Sprit unnötig verbraucht wird, hilft zumindest eine Schaltpunktanzeige. Eine Start-Stopp-Automatik gibt es noch nicht. Die soll erst im nächsten Jahr und zunächst nur für den 1.3 CDTI mit dem 95 PS Motor folgen. Da hinkt Opel der Konkurrenz ziemlich hinterher. Fazit: Der neue Astra macht Spaß, ist gut verarbeitet und sieht recht gut aus. Sein großer Pluspunkt ist der Laderaum. Hier passt einfach jede Menge rein. Der offizielle Einstiegspreis liegt bei 18.000 Euro für den 100 PS Benziner. Er ist damit 700 Euro billiger als der Hauptkonkurrent VW Golf Variant. Am Ende entscheidet jedoch die Ausstattung. Realistisch sind beim Astra Sportstourer für ein anständig motorisiertes und vernünftig ausgestattetes Modell rund 25.000 Euro fällig. Beim Händler angucken und Probefahren kann man den kleinen Sportstourer von Opel ab sofort.